Und jetzt Lina gegen Minkai Fanti. Ganz ehrlich, Minkai, setzen 6. Das Mathe-Duell. Lina May, 10 Jahre behauptet, ich multipliziere mehr Würfelaugen im Kopf richtig als Minkai Fanti mit Stift und Papier. Lina May und Minkai müssen die Augen von 7 zufällig geworfenen Würfeln unter insgesamt 8 Würfelbechern multiplizieren. Während Lina May nur im Kopf rechnet, darf Minkai Papier und Stift zur Hilfe nehmen. Nach Lösung der letzten Aufgabe drückt ihr auf den roten Knopf und stoppt so die Zeit. Wer mehr richtige Ergebnisse hat, gewinnt. Im Falle eines Gleichstandes ist die Zeit entscheidend. Deswegen der rote Knopf. Klein gegen groß, auf los geht's, los! ...21.600. Richtig. 3.600. Richtig. 5.400. Richtig. 3.240. Richtig. 1.200. Richtig. 10.368. Richtig. 6.912. Richtig. 2.400. Richtig. Alle richtig. Wow. Unglaublich. Unglaublich. Komm ruhig hier hoch, dann sehen wir dich noch ein bisschen besser. Wow! Es ist wirklich so unglaublich, in welcher Geschwindigkeit du das ausrechnest. Es ist atemberaubend, ja? So, jetzt müssen wir schauen, was Minkai hier zustande bringt. Am Ende ist es ja ganz einfach. Wenn sie einen Fehler macht, ist es vorbei, dann hast du gewonnen. So einfach sieht's aus. Erstmal decke ich mit aller Vorsicht jetzt die Becher wieder ab. Denn die Würfelaugen bleiben ja dieselben. Wir könnten ihr im Grunde auch einen Taschenrechner in die Hand geben, überlege ich gerade. Da aber muss sie aber schnell tippen. Ja, ne? So, wir beobachten das hier aus der Ferne. Wir verraten natürlich nicht, wie viele richtige und falsche Lina May jetzt hatte. So, Minkai hat noch mal ein bisschen meditiert. Ja, genau. Wir wären soweit. Ja. So. So. Bist du bereit? Ja. Also mit dem ersten Becher, den du hochhebst, beginnt die Zeit. Okay. Bist du bereit? Ja, bin ich. Dann auch für dich. Du hebst den Becher hoch und, oder soll ich sie für dich hochheben? Das wäre super. Hilfreich. Ja. Okay, dann legen wir los. Du musst das Ergebnis sagen, ne? 8.640. Nein. Oh, schon falsch? Okay. Oh. Oh, erste Aufgabe schon falsch und das ist vorbei. Da Lina May keinen Fehler gemacht hat. Nein. Oh. Hast du jetzt einen mehr? Oh. Das ist natürlich bitter. Das ist bitter. Ja? Ich hab doch gar nicht angefangen. Rechne das noch einmal nach. Aber nein, ich muss hier schon mal sagen, das ist unsere kleine Siegerin im Mathe-Duell. Ja? Oh, das ist so schade. Ja? Oh.